Alpenmethode, wie gesagt, ein Akronym, also ein Wort, Alpen, das sich aus den Anfangsbuchstaben zusammensetzt. Das heißt, man muss sozusagen senkrecht lesen von oben nach unten, dann sieht man das Wort Alpen. Das erste A steht für Aufgaben aufschreiben. Schriftlichkeit ist ein sehr wichtiges Prinzip. Wir werden uns das gleich noch einmal genauer anschauen. Aufgaben aufschreiben, zweimal A, ne? Aufgaben aufschreiben, L, Alpen, das L, Länge schätzen. Dann kommt P, das was wir gerade hatten, P steht für Pufferzeit, Alp haben wir jetzt, Pufferzeit, hatten wir gerade besprochen, nicht jede Minute planen oder verplanen. Dann E, Entscheidung über Priorität. Das ist sozusagen die Essenz aus dem Eisenhower-Prinzip. A, B, C, diese drei Prioritäten reichen. A ist dringend und wichtig. B ist wichtig, aber noch nicht dringend. Und C ist dringend, aber nicht so wichtig. Das sind die drei Sachen. Der Rest, für den Rest gilt Priorität P, Papierkorb. Löschen, Löschtaste. A ist dringend und wichtig und B ist wichtig, aber noch nicht dringend. Es ist zum Beispiel jetzt schon wichtig, sich auf die Prüfung vorzubereiten, aber noch nicht dringend. Aber Dinge, die wichtig sind, werden irgendwann mal dringend. Zum Beispiel manche Menschen, für die ist es wichtig, dass sie mal ein bisschen mehr tun für ihren Körper. Ein bisschen mal gesündere Ernährung, vielleicht ein bisschen Bewegung. Das ist jetzt schon wichtig, aber noch nicht dringend. Dringend wird das, wenn der Arzt sagt, wenn du so weitermachst, machst du das nicht mehr lange. Dann wird aus einer wichtigen Sache eine dringende Sache. Aber dringend ist Fremdbestimmung. Dann ist man plötzlich fremdbestimmt. Da sitzt man beim Arzt und der Arzt sagt einem, was man jetzt zu tun hat. Dann ist man fremdbestimmt. Oder man liegt im Krankenhaus und ist fremdbestimmt. Also das gilt für Gesundheit. Das gilt für alle möglichen Ziele, deswegen dieser Trick Termin mit sich selber, das ist ein guter Trick, ja, für diese B-Tätigkeiten laut Eisenhower. Termin mit sich selber machen, das machen die Menschen immer, Termine mit anderen, auch immer fremdbestimmt. Termin mit sich selber machen und in dieser Zeit kümmere ich mich um mein Projekt, um mein Ziel. Und N, Alpen, Nachkontrolle. Nachkontrolle bedeutet auch Unerledigtes übertragen oder fallen lassen. Wir haben das gerade besprochen. Also das, was man nicht schafft am Ende des Tages, überträgt man auf den nächsten Tag. Das kann man natürlich heute alles digital auch machen und das einfach im Kalender verschieben.